Leute, wir sind immer noch dran mit unserem Schätzchen hier mit dem SUV. Wir haben alle Fehler jetzt gefunden. Das letzte fehlende Teil war das Luftfiltergehäuse. Jo, das haben wir zumindest alles. Und jetzt bauen wir die ganze Show so wieder zusammen, weil wir müssen jetzt Teile bestellen. Fangen wir an mit den Keilriemen FIA Typ A und B. Fangen wir so von oben an. Keilriemen. R4A, Typ A und Typ B. Bestellt. Die Starterbatterie brauchen wir. Starterbatterie bestellt. 170 Dollar kostet der Spaß. Die mein Geld. Die Abgaskrümmerabdeckung R4A. Die Abgaskrümmerabdeckung R4A. Bestellt. Nächste. Dann haben wir die Nockenwelle, ebenfalls R4A. Die Nockenwelle, ebenfalls R4A. Da bist du. Dann eine Zylinderkopfhaube, ebenfalls R4A. Eine Zylinderkopfhaube R4A. Zylinderkopfhaube R4A. Bestellt. Nächste. Vorne alles weg. Kraftstofffilter, Ölfilter, Luftfilter. Filter. Der Kraftstofffilter, Ölfilter, Luftfilter. Warte mal, ich guck gerade, ob die da wo eine besondere Bestellung dabei ist. Beim Ölfilter R4A, aber sonst nichts. Luftfilter. Ölfilter. Brauche ich einen Kraftstofffilter, ne? Oder was ist denn der? Was ist denn der Kraftstofffilter? Ich hab doch gesucht, ich hab gesagt, Kraftstofffilter, da ist er. So. Gut. Ölfilter, Kraftfilter, Kraftfilter, okay. Öl ist ja raus, haben wir. Luftfiltergehäuse und Kraftstofffilter. Luftfiltergehäuse. Luftfiltergehäuse. Warte mal. Luftfilterdeckel. Luftfiltergehäuse. Da ist es. So, weiter. Luftfilter. Kraftstofffilter. Problem mit den Bremsen. Jetzt müssen wir neue Bremsbeläge holen. Und dann haben wir es fast. Die Bremsbeläge. ABS und die Bremsscheibe. So, ABS brauchen wir, geben wir erstmal ein. ABS brauchen wir beides. Bremsscheibe inbelüftet. Bremsbeläge erstmal. Bremsbeläge, Bremsbeläge, Bremsbeläge. Einmal hat er gesagt, ne? So. Also Bremsscheibe inbelüftet, ja. Bestellt. So, und jetzt brauchen wir noch, was war das, Mittelschalldämpfer oder was war das? Warte mal. Ja, ist ein Mittelschalldämpfer. Okay, dann hätten wir alle Teile wieder zusammen, können die Karre zusammenbauen und ist fertig. So, Mittelschalldämpfer. Mittelschalldämpfer. Geschafft, fertig. So, alle Teile wieder zusammen, alle Teile bestellt, weiter geht die Reise und jetzt brauchen wir die ganze Kacke wieder zusammen. Ja, das ist aber erstmal alles finden, ja, alle Teile. Und es war jetzt tatsächlich einfach nur, ja, zu offensichtlich, würde ich sagen. So, rein damit, rein damit.
Warte mal. So. So. Heute bauen wir es halt, wie gesagt, aber kommen wir zusammen. Kühler rein. Die Kühlerzarge wieder rein. Jupp. Und eingebaut. Nächste Teil. Komme ich da jetzt gerade gar nicht ran, ne? Dann fangen wir erstmal von oben weg alles anzubauen, zusammen zu basteln hier. Weil wir müssen einen Motorblock einbauen. So, gut. Ah, den Motorblock fahren wir mit dem. Warte mal, Kurve, da komme ich jetzt nicht dran. Warte mal. Oh, ich wusste das, wenn ich jetzt ewig in 3 Tagen alles drehen muss hier. Kraftstofffilter rein. Generator rein. Ja, aber du musst halt erstmal das komplette Fahrzeug durchsuchen, ne? Mit der überhaupt die Fehler findest. Und das ist jetzt tatsächlich das Luftfiltergehäuse, war. Da hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. So, aber egal. Alles gut, ist passiert. So, erstmal das Ding hier dran. Und die Karre komplett neu gebaut wird. So, Bremskraftverstärker wieder rein. Und die Reise geht weiter mit. Erstmal von oben weg. Erstmal von oben alles weg hier. Warte, nicht die Kurbelwelle, sondern. Ist das falsch jetzt? Achso, wir können erst die Kurbelwelle machen. Ah. Okay, das. Solange wir die Kurbelwelle nicht drin haben, können wir gar nichts machen mit dem Auto. Machen wir also weiter die. Machen wir jetzt mal die Kurbelwelle ein. So, okay. Vorderachsträger. Cut 3. Flammrohr Turbo rein. Leckgetriebe rein. Spurstange rein. Noch eine Spurstange rein. Dann setzen wir hier noch das. Die Gummilagerbox rein. Wie gesagt, ich werde irgendwas vergessen. Welche Karre ich da wegschicke. Oder wegschicken will. Ja. So, ich hoffe, dass wir bald damit 12 erreichen, dass wir die nächste Hebebühne setzen können. So, Radnabe rein. Radlager rein. Gut. McPherson Federung rein. Die Stabis rein. Gut, wunderbar. So. Hier der Spur, den Spurstand kommt drauf. So, warte mal. Hier ist noch ein. So. Ölfilter. Der andere war einfach Fritte. Getriebe wieder ran. Schwungrad ran. Auch, wie gesagt, auch das Getriebe hätte es durchaus sein können. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das war irgendwas mit dem Getriebe nicht ganz in Ordnung war. Wie gesagt, heute bauen wir die ganze Chose wieder zusammen. So, Getriebe dran. Sehr schön. So. Ah, das Getriebe kommt. Die Antriebswelle dran. Da auch eine Antriebswelle dran. Also zumindest die Seite. So. Gut. Das war mal schön aus der Distanz hier.
So. Sehr gut. Nächste Koppelstange. Will er nicht? Ist jetzt die Koppel? Die hat sie schon drin, ne? Ah, gut. Sehr gut. Hat ein Apparat. Bremsscheibe in belüftet rein. So. Antriebswelle dran. Bremsbeläge ran. So. Gut. Spurstockkopf rein. Querlenker unten drunter. So, dann hoffe ich, dass ich vorne jetzt weit alles wieder habe. Zumindest die Seite. Jetzt geht's hier erstmal weiter. Am Motor vor allen Dingen, weil ich muss hier weitermachen irgendwie. So. Montage. So, jetzt geht's hier weiter mit den... Mit den tollen Dingern, die man so gerne vergisst. Den Kurbelwellendeckel. Wischt. So. Kurbelwellenlagerdeckel heißt es ja eigentlich sogar. Gut, ich hoffe, dass ich jetzt soweit unten alles habe. Dann geht hier der Anlasser. Der kann aber nicht jetzt rein. Der möchte vom Motorraum eingebaut werden. Warum auch immer. Die könnte es auch von unten einbauen, aber das ist doch praktischer. Na gut, dann setzen wir uns erstmal an den Motorraum. Dann setzen wir den einen runter, damit wir wieder rein können. Und den Wagen einfach von oben weiter aufbauen können. Weiter geht's. Bauen wir die Teile weiter von oben ein. Fangen wir an mit den Pleuelen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. So, weiter geht's. Anlasser ran. Weiter geht's. Mit dem Zylinderkopf. Schauen wir die Dachen auf. Und dann geht's weiter mit dem Abgaskümmer. Abgaskrümmerabdeckung, das ist mal. Nee, die haben wir. Die tauschen wir aus. Die ist zu kaputt. So, Abgaskrümmerabdeckung. Abgaskrümmerabdeckung. Oh, mein Gott. Auf damit. So, weiter. Das macht keinen Sinn. Die zwei, machen wir eine neue ran. So, Nockenwelle. Nummer 1. Nummer 2. Nockenwellenrad dran. Noch ein Nockenwellenrad dran. Zündkerze. Die sind sogar tatsächlich noch relativ gut. Die sind mit 77% noch in einem akzeptablen Zustand. Habe ich sie fast fertig. Viel ist es nicht mehr. So, wenn wir nicht irgendwas vergessen haben. Das ist es halt wieder. Und müssen wir sowieso nochmal dran, wenn wir, glaube ich, die Fahrwerke zusammenpassen, ein bisschen weiter. Und vor allem Öl noch rein da. Die Ölwanne muss noch runter. So, da drauf damit die Schräubchen. So, Zündspiele drauf.
So, Zündspule drauf. Oh, weiter geht's. So. Andere Krümmer. Gut, perfekt. Die Drosselklappe drauf. So, jetzt gucke ich, dass ich unten nicht irgendwas noch vergessen habe. Sieht aber auf den ersten Blick erstmal gut aus. Aber auf den zweiten Blick sagt er mir Zahnriemen neu. Ja, aber auf den Zahnriemen erstmal drauf erst. Steuergehäuse ran. So, Steuergehäuse ran. Und dann fangen wir weiter. Und weiter hier mit dem Zeugs. So, Wasserpumpe rein. Von der Wasserpumpe da können jetzt die Keilriemen neu. So, Riemen Spanner noch drauf. So, hier unten kommt noch was drauf. Zweite neue Keilriemen. So, dann haben wir das auch soweit. Und dann hoffe ich, dass der Motor wieder soweit fast weil fertig ist. Der Turbolader fehlt natürlich noch. Gut. So, Motor hat erstmal wieder. Ist jetzt wieder da. So. Fahren wir den wieder hoch, weil wir müssen weiterbauen am Fahrwerk. Weil ich bin, glaube ich, jetzt von oben fertig. Weil da kommt jetzt noch eine Ölwanne drunter. Ohne Ölwanne kannst du es klicken. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Okay. Ah, hier. So. Ja, fast die Ölwanne noch drunter. Bläulagerdecke. Und hier hinten müsste noch irgendwas fehlen. Ich war doch gerade schon drin. Da ist. Da versteckt sich das Ding. Und jetzt könnt ihr. Jetzt müsste eigentlich die Ölwanne spawnen. Jawohl. Die Ölwanne drunter. Wieder. Und dann haben wir soweit alles erledigt. Dann müssen wir weitermachen mit dem. Dann schießen wir vorne das Fahrwerk mal an, würde ich sagen. Dann gehen wir mal zack und machen dort weiter. Ja, warte noch nicht ganz. Da ist nämlich wieder meine. Mein Lieblingsbauteil an diesem einen Auto, eine Gummilagerbox, die wir vergessen haben. So, weiter. Entschuldigung. Mache ich hier vorne weiter. So, was ist hier neu? Warte mal. Die öffnet. Demontiert. Ich will nämlich die. Ich hau mal die Dings raus. So. So, hau wieder alles ein. Schau dir die Bremsscheibe, die. Hey, vorne ist anders aus, halt das auch neu, ne? Die kriegt dann nur zweimal neu. Boah, Mann. So. Gut. Ich muss was trinken. Entschuldigung. So, okay, kriegen wir eine neue Bremsscheibe rein. Weil vorher hinter, der hat ja auf der anderen Seite auch neue bekommen. Hier eine neue. So, die Teile kommen zusammen wieder. Und dann sind wir soweit. Soweit durch. Geil, jetzt kommt noch das Heck und dann haben wir so eigentlich alle komplett gemacht. Ja, das kann auch mit meiner. Ich hatte im April Corona vor einem Jahr. Und vielleicht kann das damit zu tun haben, dass ich noch huste. Und vor allem, weil ich viel quatsche. Gerade als Let's Player sollte man. Ist das halt normal. Jetzt kommt wahrscheinlich Schuhkopf dazu, herzhaft.
So, die Seite. So. Und weiter geht's mit dem Hitzeschutzblech. Jetzt sind wir fast fertig hier komplett, ne? Hat er da so mittel, ist doch Mittelschalldämpfer, der fehlt, der neue. Der muss doch damit rein. Abgasrohr. Der neue Mittelschalldämpfer. Bremsscheibe. Bremsbeläge. Bremssattel neu. So, Radlager rein. Am Radlager kommt der Radnabendeckel drauf. Und dann haben wir es. Eigentlich. Wenn ich nicht wieder irgendwas übersehen habe. Ich habe ja. Moment, vergessen. Bevor sie jetzt wieder welche Leute meckern. Ja, ich habe das Öl vergessen. Warum darf ich den Öldeckel nicht mehr machen? Ich habe was vergessen. Irgendein Filter? Kann das sein? Stimmt, ne? Stimmt, mit Sicherheit. Warum darf ich den Öl... Warum darf ich jetzt den Dings nicht... Was habe ich jetzt vergessen? In der Outliste. Ölwechsel, alles abwissen. Ich habe doch Neues drin. Warum darf ich jetzt nicht... Ich habe doch alles drin jetzt, oder nicht? Ich glaube, ich war im falschen Modus. Ich war wahrscheinlich im Montieren-Modus. Super. So, jetzt müsste eigentlich das fertig sein. Klappe zu, Affe tot. Weiter geht's. Jetzt müsste ich aber alles haben. Hier alles grün, alles grün, alles grün, alles grün. Perfekt. Abgasanlage defekt. Perfekt. Ach, die Kraftstoffpumpe fehlt hinten. Im Heck. Ah, ich hab was gedacht. Ich sag ja, ich vergesse irgendwas. Aber das ist kein Problem. Das ist ein Klacks. Die kommt nämlich hier oben wieder rein. So, jetzt haben wir's. Das müsste aber eigentlich. Tja, ist erledigt. Der Auto. Super, jetzt haben wir nicht ein Problem. So, dann gehen wir hier kurz rüber. Setzen wir den auf die erste Hebebühne. Wir sind aber Level 12, wir sind Level 12. Sekunde, 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 Sekunde. Jetzt wollte ich hier weitermachen. Wir können nämlich die zweite Hebebühne bauen. Und das machen wir auch jetzt. So, wir haben eine zweite Hebebühne. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Platz für neue Autos. Juhu! So, haben wir denn überhaupt noch irgendwas anderes? Ja, wir haben noch ein weiteres Upgrade. So, Reparaturfolg. Montiere Teile schneller. Machen wir doch, oder? Ja, Kohle. Ja, was haben wir denn das nächste große? So. Eine Motorprüfstelle, eine dritte Hebebühne, Level 30. Okay. Das wäre dann das Höchstlevel 50. Naja, gut. Aber jetzt erstmal schnell noch ein Teil. Jetzt brauchen wir noch mal ein paar Autos. Nehmen wir erstmal den Ball Cape hier. Wenn er dann mal schlässt. Jawohl. Der geht jetzt auf die zweite Hebebühne. Und dann können wir sogar noch drittes Fahrzeug leisten. Jeep mal wieder zum Anfang, oder? Der ist... lauter Auspuff. Naja, setzt man rein.
Jetzt haben wir Vorteil, dass wir drei Autos hier auf einmal haben. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Möglichkeiten, gell, dass wir bis vor uns die Leute abhauen. So, okay. Was haben wir hier hinten eigentlich drin? Fällt mir gerade auf. Ach, das ist ein Lager. Ach, ich kann jetzt die ganzen Tuning-Teile. Ja, dann machen wir. Komm, dann machen wir unser Inventar mal leer. Weil, bevor ich jetzt hier anfange, irgendwie. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ich schmeiß mal kurz mal alles Raum rüber ins Ersatzteillager. So, Inventar verkaufen. Habe ich nicht eingebaut, Teil? Oder alte Teil angebaut? Okay. Ja, das hat schon gemeckert, wenn da irgendwas war. So, gut. Wir haben das Inventar wieder leer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit diesem Schätzchen hier. Bis dahin. Tschüss.